Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever 2. In der letzten Folge hatten wir uns ja um die Werkzeugversorgung von Hamburg gekümmert und haben hier einmal die komplette Produktionslinie fertiggestellt, wodurch jetzt Hamburg von 79 Einwohnern auf mittlerweile schon 147 Einwohnern gestiegen ist. Und das Ziel sind zurzeit schwankt relativ stark teilweise, eben halt je nachdem, wie die Werkzeuge angeliefert werden. Der Vorteil in dem Ort ist, dass wir zurzeit relativ wenig Emissionen haben. Wir haben kaum Verkehr, wir haben keine überlasteten Stationen, was relativ gut ist. Wir haben dann eben halt unsere Werkzeugversorgung, die da tatsächlich relativ viel Vorteile bringt. Aber manchmal ist das komisch am Spiel, dass die Kamera einfach abhaut. Und ich würde sagen, wir kümmern uns diese Folge wieder um den öffentlichen Nahverkehr. Und den öffentlichen Verkehr, denn der ist zurzeit nur bei 10%. Und das wollen wir natürlich steigern. Jetzt mit einer größeren Stadt von 150 Einwohnern lohnt sich das dann auch schon deutlich mehr zu verbinden mit Berlin. Der Ort hat ja auch 211 Einwohner. Und dann können wir hier schon mal zur Linie Berlin-Bus einmal wieder nach der Schützenstraße hier den Hafen anfahren. Dann ist die Route auch vollendet und dann können wir ein Boot kaufen. Passagier natürlich. Hier mal kurz Pause, um zu gucken, was sie denn alle können. Also das schnellste ist zurzeit hier die Klondike. Ansonsten sind die meisten relativ ähnlich. Der ist noch relativ schnell. Ich glaube, ich würde dann auch eher nicht die Regie nehmen. Natürlich ist das das kleinste Schiff. Wäre entweder, glaube ich, bei der Frontenac. Ja, ich glaube, die Frontenac ist das beste Schiff, was er zurzeit. Oder das Schiff, was sich am meisten lohnt dafür. Das können wir jetzt auf die Linie checken. Dann sollte es hoffentlich auch wieder ein bisschen Profit machen. Weiß gar nicht, was zurzeit die Linien sagen. Und Waldbretter macht ja wirklich unheimlich viel. Werkzeug tatsächlich relativ wenig. Ich hoffe, das wird noch ein bisschen mehr. Ich habe übrigens noch mal zwischen den Folgen hier eine Straße entlang geführt, damit der Bahnhof auch die kleinen Häuser da hinten abdecken kann. Da nämlich jetzt da hinten auch schon so ein Geschäftsgebäude ist, was die Werkzeuge dann braucht. Und so habe ich eben halt alles im Griff. Genauso wie hier nochmal so einen kleinen Ausstieg gemacht, damit die Häuser hier hinten auch erreicht werden können. Tatsächlich habe ich auch noch, da der Ort eben halt etwas größer ist jetzt mittlerweile und dadurch auch ein paar mehr Passagiere hier ganzen Haltestellen nutzen, habe ich noch einen zweiten Bus hinzugefügt. Und zwar diesen schön hier, einen dieselbetriebenen, etwas moderneren, macht eine Emission weniger. Das heißt, kein allzu großer Unterschied, aber ein bisschen macht es dann eben halt vielleicht schon aus. Hier ist die Station tatsächlich mal wieder komplett überlastet. Brauchen wir ein bisschen Geld, um das wieder verändern zu können. Ich hoffe, jetzt kommen hier ein paar Passagiere hinzu. Mein Ziel ist ja eben halt hier die Ziele zu steigern, damit der Ort dann auch nochmal zusätzlich größer wird. Zurzeit eben halt die Ziele nur plus 10%, was relativ wenig ist. Und wir haben eine Menge neu. Einmal die neue Schiff. Ich glaube, das ist ein Güterschiff. Wir haben neue Güterwagen, eine neue Lok mit auch 100 km/h Wagen. Die ganzen bringt, glaube ich, noch nicht ganz viel, die ganzen Züge. Da wir, glaube ich, keine 80 km/h Lok haben. Genau, die kann nur 60 oder alternativ eben halt 100. Ist dann eben mal die Frage, ob sich das so wirklich lohnt. Und wir haben hier den ersten Passagier. Hier hinten auch der erste. Mal gucken, ob jetzt ein paar mehr hier hinkommen, damit wir ein bisschen mehr Einnahmen machen. Hamburg Werkzeug ist zurzeit echt nicht ganz gut. Ich glaube, einen Zug müsste auch mal aufstocken.
Ich glaube, hier in Berlin sollte ich mal ein paar hiervon kaufen. 3, 4. Ich weiß, ich hätte die auch ersetzen können, aber passt auch. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele kaufen konnten. Deshalb wollte ich das erstmal nicht ändern. Die hier werden alle verkauft. Ja, verkaufen. Dann kommen hier alle zum Berliner Bus. Dann sinkt ja auch noch mal ein bisschen die Emission. Es sollte ganz vorteilhaft sein. Wobei die immer auch wirklich nur ein ganz, ganz kleines bisschen weniger ist dabei. 4 Personenfahrten. Und dann eine neue Straßenbahn. Das könnte jetzt gut für München sein. Ich glaube, eine neue Straßenbahn hier wäre schon echt ziemlich gut. Einmal hier auf unseren Münchner Tram. Hier die beiden ersetzen. Und zwar mit der hier. Die hat nur eine Emission von 69. Genauso wie die Stadtbahn Halle zuvor. Und der zur derzeitige hatte immer nur 80. Allerdings kostet uns das auch 490.000. Und die haben eine Kapazität von 21. Rechnen hier noch die Station aus. Das deckt das alles ab. Die Station deckt auch fast alles da hinten ab. Die aber nicht mehr. Das heißt, hier hinten fehlt es im Prinzip eigentlich einmal komplett. Wir könnten die Station nach da hinten verlegen. Einmal hier einen Kreis bauen. Wenn ich hier eine Haltestelle. Da hinten haben wir ja schon eine. Einmal Pause. Und dann München Tram 1. Das war die Ringstraße ursprünglich. Das heißt, danach kommt die Station. Und dann das. Dann haben wir auch hier alles wieder abgedeckt. Könnten uns vielleicht mal um irgendeine Produktion hier kümmern. Allerdings sind das, glaube ich, so mit zwei der schwersten Sachen. Weil wir für Waren Stahl brauchen. Für Stahl brauchen wir schon 2 Kohle. Das heißt zum Beispiel die beiden. Und 2 Eisen. Den und den beispielsweise. Das müssen wir nach da liefern. Und zusätzlich brauchen wir das Öl dahin und dann dahin. Um es hierhin zu transportieren. Dann kann es in die Stadt. Alternativ hierfür brauchen wir auch wieder das. Das heißt erstmal die beiden verbinden das dahin, das zur Fabrik. Und dann brauchen wir noch eine Bretterproduktion. Zum Beispiel da hinten, da und dann dahin. Ist beides relativ schwierig. Ich glaube, wir sollten hier unten eine Landstraße durchziehen, damit wir das dann später verbinden können. Das Eisen ist ja immer halt etwas schwieriger, würde ich sagen. Das dahin zu transportieren. Vielleicht ein Zug, der so hier immer hin und zurück pendelt. Das wäre, glaube ich, das Beste tatsächlich. Das heißt, wir müssen sehr viele Bahnhöfe bauen. Sagt die Steigung. Oh, da geht es auch sehr stark runter. Das da hier oben ist auch viel zu hoch. Also das schaffen wir eigentlich nicht. Eine ganze LKW-Strecke könnten wir vielleicht mal tatsächlich machen. Hatten wir bisher noch nicht. Wir können es ja zumindest mal versuchen. So, dann transportieren wir es hier hin. Und dann an die Stelle hier. Brauchen wir noch eine weitere Kohle. Und dann hier hinten das Eisen. Brauchen noch ein paar Straßen.
würde sagen, wir brauchen hier 60 km/h Straßen entlang. Wir wollen jetzt nach da vorne. So, dann gleich einmal rüber. Meine Güte. Oder wir sagen erst, wir bauen hier eine angenehm niedrige Brücke rüber. Dann können da zwar keine Schiffe durchfahren. Sollte auch vielleicht gehen. Das ist doch schon sehr, sehr teuer. Auch wenn man denkt, vielleicht Straßen sind nicht so ganz so teuer. Könnte ich auch eine dünnere Brücke bauen. Baue ich das mal so. Und ich hinten wieder größer weitermachen. Neuer Postbus. Auch sehr gut. Könnt ihr vielleicht da mal weiter gucken. Bei Berlin Bus zum Beispiel oder Hamburg Bus, da ist nämlich zum Beispiel noch ein alter. Was hat er für Werte? 76. Der ist sogar, hat etwas stärkere Emissionen. Kann zwei mehr mitnehmen und hat 25er Kapazität. 25 km/h, die er schnell fahren kann. Für 103.000. Ich glaube, das lohnt sich. Ich brauche nur ein bisschen Geld noch. So, endlich. Und dann können wir hier mit der Straße auch weitermachen. Sehr gut, das habe ich. Wir brauchen hier wirklich eine größere Stadt, damit das noch ein bisschen mehr produziert. So, und ich würde jetzt einmal hier das entlang bauen. In die Straße. Damit ich hier entlang fahren können. Dann am liebsten wirklich da einmal eine Abkürzung. Ach man, ich habe wieder Minus. Ich hätte auch eigentlich anstatt den da unten anfahren zu können, hätte ich auch den da oben nehmen können. Aber ist jetzt auch egal. Straßenfahrzeugdepot haben wir tatsächlich. Können wir neue Linie sagen. Und das ist Berlin. Kohle, Schrägstrich, Eisen, Stahl. Und die fährt von da oben aus, nach da, dann nach da und nach da. Sehr gut. 25 km/h, 5er Kapazität. Ist jetzt nichts Weltbewegendes. Können die alle schon mal auf die Linie hinzugefügt werden? Und die können dann auch schon ein bisschen Profit machen. 32 Leute schon. Wir sind hier drin. 17. Das geht auch. Viele stehen hier jetzt. Hier stehen 13. Der ist wahrscheinlich voll. Ja. Ich würde sagen, aber die andere Linie, die ist ja eigentlich perfekt. Ich glaube, das geht auch nicht allzu hoch hier. Wenn wir einmal hier so rum. Da entlang. Dann darüber. Hier einmal über den relativ dünnen Fluss noch rüber, danach da und damit Bussen bzw. LKWs in die Stadt rein. Nein, nicht ersetzen, sondern
zu der Linie hinzufügen. Ich glaube, ich muss eigentlich fast zwei machen, denn wenn die bis dahin fahren, wäre es ja eigentlich relativ unnötig. Deshalb hier die Straße, dann Berlin-Haltepunkt weg und Berlin-Ost müsste das sein. Nee, nicht Berlin-Ost, sondern Berlin-Zentrum. So, genau. Ah, die haben so oder so nichts geladen und wollten jetzt wahrscheinlich dann dort abholen. Dann ist es auch nur Eisenstahl. Dann machen wir eine neue Linie. Und zwar Berlin Doppelpunkt Kohle Stahl. Und die Kohlestahllinie wird dann von da führen. Und da müsst ihr natürlich ein paar runternehmen. Berlin Eisenstahl. Ja, von da. Da die. Ein bisschen weniger. Die 5. Würde ich dann auf Kohlestahl hinzufügen. Ich glaube, das war's dann aber tatsächlich mit dieser Folge. In der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich hier weitermachen bei der Münchner Treibstoffversorgung, dass die etwas hochgeht und München noch mehr wächst. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen und bis zum nächsten Video und ciao.